Herzigen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, aller Lob sei Allah, dem Herrn der Welten, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Friede und Segen sei auf dem Gesandten Allahs. Wir hatten gerade ein Hadith gelesen und da kam mir direkt die Idee, einige Punkte zum Propheten Mohammed zu sprechen. Der Prophet, wenn man sagt, er hätte den Koran selber geschrieben, wäre ein Scharlatan. Würde sich ein Scharlatan in seinem eigenen Buch selber kritisieren? Und der Prophet, also Allah kritisiert den Propheten an einigen Stellen, wo der Prophet keine Sünden, sondern menschliche Fehler gemacht hat. Also, es ist total irrational zu denken, jemand wäre ein Scharlatan und kritisiert sich selber in seinem Buch, das er selber schreibt. Dann der nächste Punkt, wenn man von einem Scharlatan spricht, der Prophet hat sehr, sehr viele Prophezeiungen gemacht, die sich erfüllt haben. Und die sind nicht irgendwie so hundertdeutlich wie in manchen anderen Büchern, sondern ganz eindeutig. Er sagt zum Beispiel in 30 Jahren und so weiter und so fort, und es trifft ein. Ich werde nur eine einzige Voraussage nennen, das ist also in der Sure 30, die Byzantiner, Arum. Da heißt es, besiegt sie die Byzantiner, das waren also die Römer bzw. die Griechen, im Land nahe bei, aber nach ihrer Niederlage werden sie siegen. Und das ist also zu dieser Vorhersage, also das war circa im Jahr 660, hatten die Perser im Nahen Osten die Oberhand. Die Weissagung erfüllte sich ab 622 mit den Siegen, also der Byzantiner, Griechen. Okay, das ist zum Beispiel auch eine Sache, also dass der viele Voraussagen gemacht hat, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass er Prophet Mohammed ein wahrhaftiger Prophet war. Dann die nächsten Punkte, die wir nennen müssen, ist, da muss man sich selber fragen, ob jemand, der ein Buch selber schreibt, in diesem Buch so über sich reden würde, ja? Sprich, also Mohammed soll sprechen, Allah befiehlt Mohammed, ich soll sprechen. Ich rufe nur meinen Herrn an und stelle ihm keinen zur Seite. Sprich, also Mohammed soll sprechen, ich rufe nur meinen Herrn an und stelle ihm keine Seite. Dann weiter, sprich, ich habe keine Macht, euch Schaden zuzufügen oder euch zum Richtigen zu zwingen. Dann weiter, also das ist Sure 22, jetzt Sure 72, dann Vers 22. Sprich, niemand kann mich vor Allah schützen und ich finde keine Zuflucht außer bei ihm. Allein Allah und seine Botschaft zu verkünden, ist meine Pflicht. Das ist also das, was der Prophet sagen sollte. Und da soll man sich fragen, ob das jemand sagen würde, der ein Scharlatan ist. Dann, viele Menschen sagen zum Beispiel, dass die Bescheidenheit des Lebens von Jesus, a.s., ein Beweis für seine Wahrhaftigkeit ist und ein Beweis dafür, dass er ein Prophet ist. Wir sagen ganz sicher, wir wollen Jesus nicht schmähen, ja, dass er bescheiden gelebt hat und wir sagen, dass er einer der gewaltigsten Propheten des allmächtigen Gottes ist. Aber es ist keine Kunst, bescheiden zu leben, wenn man auch nichts hat. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, und wenn man das als Beweis für das Prophetentum von Jesus nimmt, wie ist es dann erst mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Denn Mohammed sallallahu alaihi wasallam lebte vor dem Islam ein Leben, nicht besonders reich, aber er lebte sehr gut, vom Finanziellen her. Dann beherrschte er die halbe arabische Halbinsel, war also in dem Sinne der Herrscher von einem Königreich. Und wie hat er dann gelebt? Da sehen wir zum Beispiel in Sunna ibn Majah, ja, dass Ibrahim von Alkama, von Abdullah, dass er den Gesandten Allahs eines Tages auf einer Palmfasermatte, also dort schlief der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwachte, waren die Abtrüge der Matte auf seinem ganzen Körper sichtbar. Palmfasern, ja. Zu dieser Zeit die anderen Könige, die haben im Saus und Braus gelebt. Ich sagte bei meinem O Gesandter Allahs, dürfen wir dir eine weiche Matratze geben? Der Gesandte Allahs antwortete zu ihm, dieser Gefährte sagt, dürfen wir dir eine weiche Matratze geben? Der Prophet sagt, was habe ich mit dieser Welt zu schaffen? In diesseits bin ich nur wie ein Durchreisender, der im Schatten eines Baumes rastet und ihn wieder verlässt, nachdem er etwas geruht hatte. Einmal hat ihn Umar al-Khattab, ist in seine Wohnung gekommen, hat
fast nichts gesehen. Er lebte in einer Lehmhütte. Sein Nachbar war übrigens ein Jude, in einer Lehmhütte, als der Herrscher von der halben arabischen Halbinsel. Und Umar al-Khattab kam zu ihm rein, sah fast nichts in dieser Wohnung. Ja? Und Umar al-Khattab fing an zu weinen. Er sagt, guck, der Kaiser und Kisra, der König von Persien, die leben im Saus und Braus und der Gesandte Allahs lebt so. Da meinte der Prophet aus dem sinngemäß zu ihm, dass ob Umar al-Khattab nicht zufrieden ist, dass die das im Diesseits haben und dass die, also die Muslime, dafür das Jenseits haben. Dann sagt Al-Numan ibn al-Bashir, gewiss habe ich euren Propheten erlebt, als er nicht einmal schlechte Datteln hatte, um seinen Hunger zu stillen. Ja. Dann, als der Gesandte Allahs starb, war sein Harnisch bei einem Juden verwahrt, als Pfand für 30 Maß Gerste. 30 Maß Gerste. Sahih al-Bukhari, Hadith Nummer 2088. So, also diese ganzen Punkte hier über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als er mit der Botschaft anfing, hätte er Vermögen gewollt, die Quraysh in Mekka kamen zu ihm, haben gesagt, willst du den Schlüssel der Kaaba haben, beziehungsweise wir geben dir Vermögen und alles mögliche und Herrschaft und so weiter, aber bitte lass uns in Ruhe damit, sinngemäß, ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, selbst wenn sie ihm die Sonne in die rechte und den Mond in die linke Hand geben, dass er diese Botschaft nicht aufgeben würde. Was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon gehabt? Wenn er erzählt, Gott ist einer, ja, sie haben ihn versucht zu steinigen in Taif. Sie haben ihn versucht zu ermorden in Mekka. Er ist vertrieben worden aus seiner Heimat, die er so sehr liebte, dass er sich umdrehte, als er aus Mekka rausgegangen ist, hat gesagt, ich liebe dich so sehr, Mekka, also sinngemäß, hätten sie mich nicht hier rausgeworfen, hätte ich dich nie verlassen. Was hat er davon gehabt? Dass er in einer Höhle ist, dass er Schmerzen erleiden muss für diese Botschaft, also die. Und das ist übrigens ein Punkt, den kein Mensch leugnen kann in dieser Sache. Dann der siebte Punkt, oder der nächste Punkt in dieser ganzen Sache, ist die Sure Al-Masad. In dieser Sure wird berichtet, dass Abu Lahab, der Onkel des Propheten, in die Hölle gehen wird mit seiner Frau. Und dass diese Sure, also jetzt erstmal drumherum, Abu Lahab, der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, war der schlimmste Feind des Propheten. Und er wollte den Islam zerstören. Und hat alles dafür gemacht, um den Islam zu zerstören. Wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit irgendjemandem redete, ging Abu Lahab hin, hat ihn gefragt, was hat der Prophet erzählt? Oder beziehungsweise, was hat Muhammad gesagt? Hat er gesagt, falsch, falsch, falsch. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Nacht? Hat Abu Lahab gesagt, Tag. Hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Mond? Hat Abu Lahab gesagt, Sonne? Hat gesagt, nein, das ist falsch, falsch, falsch. Immer den Leuten, den Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgeredet. Jetzt kommt eine Sure offenbart vom Herrn der Welten, von Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, Abu Lahab geht in die Hölle. Wir halten fest, das Ziel von Abu Lahab war, dass die Menschen nicht in den Islam eintreten und den Islam aufgeben. So, was hätte Abu Lahab jetzt machen müssen? Wie hätte Abu Lahab jetzt den Islam zerstören können? Also wäre der Islam nie angekommen. Hätte nur einen Satz sagen müssen, ich bin Muslim geworden. Hätte nur sagen müssen, ich bin Muslim geworden, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hätten alle Leute gesagt, ja, was Mohammed erzählt, ist falsch. Einen Satz. Und er hat das nicht gemacht. Warum? Weil das von Allah ist. Und nächste Sache ist, Sure Maryam. Viele Menschen erzählen, weil ihnen nichts Besseres einfällt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Mohammed, hätte den Koran abgeschrieben von der Bibel. Als allererstes, das erste Alte Testament auf Arabisch übersetzt und der Prophet Mohammed konnte nur Arabisch. Ja, das kam 900 nach Christus, das erste Neue Testament von den Dinge, die mir überliefert worden sind, die ich also rausgefunden habe, kam im Jahr 1616, das erste Neue Testament auf Arabisch übersetzt. Aber egal, man findet irgendeine Ausrede, ja, vielleicht hat der hin und her und kreuz und quer, aber egal. Gehen wir einfach mal von was anderem aus. Was soll das Motiv sein vom Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, dass er den Arabern Geschichten erzählt von den Juden und von den Christen? Was ist der Sinn dahinter? Aha, da sagt man, ja, der wollte die Juden und Christen für sich gewinnen. Okay, dann sagen wir, die meisten 95% der Geschichten über die Propheten oder 90%, sagt man nachher, ich lüge, sind in der mekkanischen Zeit offenbart worden.
Also die Geschichten von den Propheten. Was bringt es, wenn er den Arabern, die sowieso an ihrer Religion festgehalten haben, Geschichten bringt von Jesus, Geschichten bringt von Moses, schreckt er die Araber damit nicht ab, die zu diesem Zeitpunkt die Haupt-Dawa-Gruppe waren, also die Hauptgruppe, die er zum Islam ruft? Bestimmt. Dann der nächste Punkt, dann kommt der Prophet, kommt die Sure Maryam. Jetzt sagen sie, okay, der wollte die Juden und Christen gewinnen. Erstmal, die Juden und Christen waren eine Minderheit. Wenn er Macht haben will, was will er mit den Juden und Christen? Und in Mekka waren sowieso nur ganz vereinzelt Leute von dieser Gruppe. Und er war ja damals noch in Mekka. So was war? Es kam die Sure Maryam in Mekka. Was wird in der Sure Maryam berichtet? Wenn der Prophet Mohammed s.a.w. jetzt Juden und Christen gewinnen will. Erstmal Christen gab es ganz vereinzelt, Juden schon etwas mehr. Was wäre logisch? Er würde die Juden vielleicht nehmen. Dann würde er sagen, Jesus war ein Scharlatan. Ich habe die Offenbarung von Gott bekommen. Jesus war ein Scharlatan. Weil die Juden haben geglaubt, Jesus war ein Scharlatan. Dort in der arabischen Halbinsel. Und auch heute übrigens noch die meisten, auch wenn oft das Gegenteil erzählt wird. Ja? Jetzt die allermeisten. Jetzt die allermeisten. Jetzt das nächste. Die allermeisten. Also 99%. Jetzt der nächste Punkt. Es wird einem nur nicht so schnell zugegeben. Der nächste Punkt. Also wenn er die Juden gewinnt, warum erzählt er, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren worden ist, was alles in der Sure Maryam, Sure 19 im Koran steht. Und dass er ein Gesandter Gottes ist, ein Diener Gottes ist und ein Prophet ist und dass ihm ein heiliges Buch gegeben worden ist und dass er in der Wiege gesprochen hat und dass er Menschen heilt und dass er ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter hat und die Menschen gut behandelt und betet und ein rechtschaffener Mann ist. Was hat er davon für die Juden? Die Juden sagen, sie ist das auch kein Prophet, ist auch ein Scharlatan, weil er redet gut über Jesus. So, was sagen, was, also die Christen werden natürlich erstmal begeistert, aber was sagt er noch? Er sagt, ja, er war nicht der Sohn Gottes. Steht ganz klar in Sure Maryam, also dass dort steht, er war nicht der Sohn Gottes. Also warum soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich drei Feinde schaffen? Er schafft sich erstmal die Mekkaner als Feinde, weil er irgendwelche Geschichten erzählt von Propheten, die keine Araber sind. Zweitens schafft er sich die Juden als Feinde, weil er sagt, Jesus war ein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, war ein Prophet des Gesandten, war ein Prophet vom allmächtigen Gott. Also die Juden als Feinde. Und drittens die Christen als Feinde, weil er sagt, Jesus, alaihi salam, war nicht Sohn Gottes und war nicht Gott. Also was hat das für einen Sinn ergeben? Gar keinen Sinn. Dann der nächste Punkt ist, dass auch der damaligen Zeit, da sollte man auch mal drüber nachdenken, viele Gelehrte des Christentums, wie zum Beispiel Salman al-Farisi, der ein Gelehrter der Schriften, der jüdischen und christlichen Schriften war, aufgrund, dass er Schriften kannte, die das Kommen des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam bezeugen, dass er aufgrund dessen extra nach Medina gegangen ist in dieser Zeit. Und das ist nur eine Geschichte. Es gibt dort mehrere Geschichten. Ja, und dass er extra nach Medina gekommen ist, um den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam zu finden, weil er wusste, dass in dieser Zeit in Medina dieser Prophet auftreten wird, beziehungsweise auf der arabischen Halbinsel. Und er kommt nach Medina und beobachtet ihn erst, bis er zwei Zeichen findet von dem Prophetentum, was Salman al-Farisi durch seine Lehrer, durch die Gelehrten des Juden und Christentums bekannt war. Und deswegen nimmt er den Islam an. Das sind auch Punkte, das sind einfach mal einige Punkte, die ich erwähnen wollte. Das ist uns eben so eingefallen für den Nutzen. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen zu diesen ganzen Bibelversen. Erstmal, wenn ich irgendwelche Bibelverse über Krieg aufzähle oder dass Propheten im Alten Testament mehrere Frauen haben, ich glaube, einige, die haben das falsch verstanden. Ja? Die denken, ich wollte damit zeigen, dass das Christentum falsch ist. Das geht mir gar nicht darum. Mir geht es einfach darum, zu zeigen, dass es totaler Quatsch ist, zu sagen, der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam war kein Prophet, weil er Kriege geführt hat. Und selber findet man im Alten Testament Aussagen, nach diesen Aussagen hat beispielsweise Moses in Numeri 31 oder 34 befohlen, Frauen und männliche Kinder zu töten.
Ja, oder eben das, was ich von 1. Samuel 15,3 vorgelesen habe, dass befohlen worden ist, auf Gottes Befehl Säuglinge zu töten. Also wie kann es sein, dass man sagt, wir glauben nicht, dass Mohammed ein Prophet war, weil er Kriege gemacht hat, und immer in dieser Kritik findet man, Mohammed hat Kriege geführt und hat selber in seinem eigenen Buch, glaubt man an Propheten, eine ganze Reihe von Propheten, die Kriege geführt haben. Das ist das, was ich damit sagen will. Weil dieses Argument ist einfach hohl. Hohl, Vakuummess, da denkt man, irgendjemand hat ein Vakuum im Gehirn. Das nächste Argument ist, er hatte mehrere Frauen. Wie viele Propheten, beziehungsweise wie viele rechtschaffene Männer, die von Gott gelobt werden, hatten im Alten Testament mehrere Frauen? Ich glaube, in 1. Könige 3, Vers 10, wenn ich das richtig im Kopf habe, hatte Salomon sogar laut Bibel 1000 Frauen gehabt. Und David, a.s., 100 Frauen. Also wo ist der Punkt? Wir müssen uns in der Diskussion auf drei Punkte, zwei Punkte einstellen. Das ist die Trinität und das ist der Heilsweg zu Gott. Das sind die ganzen Punkte, und einfach solche Sachen auslassen, weil es ist kein Beweis, dass der Prophet Mohammed kein Prophet war, weil er Kriege geführt hat. Das ist vielmehr ein Beweis dafür, dass er Kriege geführt hat, weil er hat gerechte Kriege geführt, und er hat Kriege geführt mit dem Befehl des allmächtigen Gottes, Allah subhanahu wa ta'ala. Denn, was man wissen muss, die Kriege der Propheten waren auf Befehl Gottes. Wenn man nicht daran glaubt in der Bibel und man sagt, guck mal, Mohammed sallallahu alaihi wasallam war grausam, wir sagen nicht, er war grausam gewesen. Wir sagen, diese Kriege waren befohlen von Gott. Und wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar Barmherzigkeit hat mit seinen Feinden. Und dass er verboten hat, Frauen zu töten, Kinder zu töten, Greise zu töten und sogar Mönche zu töten, die nur mit dem Gottesdienst beschäftigt sind. Was sind das für Regeln? Und wir wissen zum Beispiel, dass der Prophet, und in den meisten Versen, die im Koran stehen über Krieg, steht danach, aber wenn sie euch Frieden anbieten und so weiter. Nur man liest meistens nicht ganz so weit, ja, aber ist ja auch egal. Deswegen, wenn ein Christ Anstoß findet daran und in seinem eigenen Buch steht drin, ich will das Buch gar nicht kritisieren, aber wenn er uns kritisiert, kritisiert er ja sich selber. Ja, wenn dort drin steht, weil mich interessiert das nicht, ja, ehrlich gesagt, was jetzt da großartig drin steht. Weil mich interessiert der Koran und die Sunna. Wir haben es nicht nötig zu lügen, sondern bei uns gibt's die Wahrheit. Aber wer die Wahrheit nicht vertragen kann und nur einstecken, aber nicht austeilen, aber nicht einstecken kann, ja, der muss sich eine andere Religion, der muss sich, wenn er Christ ist, eine andere Religion suchen. Wäre am besten, wenn er sich in den Islam sucht, weil dann hätte er dann hat er wenigstens die Chance, ins Paradies zu kommen. So, wenn da drin steht, man soll Kleinkinder töten, oder im Psalm steht, man soll die Kinder an den Felsen zerschmettern, ja, dann würde ich sagen, laut Christentum, dann müsste ich ihn erinnern an das Neue Testament, weil da steht ja geschrieben, also wenn er das schlecht findet, ich sage, wie gesagt, ich sehe nichts Anstößiges an den Kriegen vom Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dann sollte er wohl laut dem, was Jesus gesagt hat, erstmal den Balken aus seinem eigenen Auge rausziehen, bevor er den Splitter beim Muslim im Auge sucht. Das sind meine Worte. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.